Wie kommt jemand wie Sie eigentlich dazu, für den Vatikan zu arbeiten? Später. Heilige Mutter im Himmel! Ja, Ihnen auch einen guten Tag, Vater. Priorin Antolini, willkommen zurück. Da sind Sie ja gerade noch rechtzeitig eingetroffen. Erkennen Sie jetzt, warum ich es eilig hatte? Miss Antolini hätte da einen Vorschlag zur Lösung meines Problems. Ja, ich wurde schon eingeweiht. Der Erzbischof hat mich persönlich darüber informiert. 5 Minuten später und Sie hätten auch Mark informieren müssen. Vater, haben Sie schon mal einen Exorzismus durchgeführt? Ich bin seit Ewigkeiten der Pfarrer der gesamten Black Mirror Lordschaft. Alle Menschen hier wurden von mir getauft. Und meine Worte sind es auch, die Sie ins Grab begleiten. Ich habe Mördern die Beichte abgenommen und ich... Vater, haben Sie oder haben Sie nicht? Nein, nicht in der Praxis. Aber das theoretische Wissen besitze ich selbstverständlich. Oh, schön. Dann bin ich das Versuchsobjekt. Adrian, ich wurde auch für so etwas ausgebildet. Ich habe das Rituale Romanum mehrmals studiert. Und wenn Priorin Antolini das für die beste Wahl hält, dann stimme ich ihr zu. Schließlich ist sie... Nun, Ich habe Adrian bereits erzählt, für wen ich arbeite. Aber ich fürchte, wir haben keine Zeit, stundenlang darüber zu diskutieren. Gut, treffen wir die Vorbereitungen. Okay. Und was kann ich dabei tun? Wir benötigen Informationen. Je mehr wir über den Dämon wissen, desto besser. Seinen Namen haben wir ja bereits. Damit können wir ihn ansprechen. Weißt du noch mehr über ihn? Was wäre denn wichtig? Wie er gesündigt hat, wäre gut zu wissen. Und ein persönlicher Gegenstand. Etwas, das ihn in dieser Welt verankert. Dann werde ich mich mal auf die Suche machen. Aber beeilen Sie sich. Ich werde mit dem Pfarrer alles vorbereiten. Na, theoretisch haben wir doch schon alles. Das Buch. Ach, nein, genau. Okay. das Buch wäre ein privater Gegenstand von ihm, weil daran hängt Mordred Sir. Und als Information, er hat seinen Sohn umgebracht. Deswegen, wir gehen mal zurück ins Schloss. Oh. Schönen guten Tag, Sir. Ich hoffe, der sieht unsere Augen nicht so. Edward. Hi, Edward. Ich hätte Sie nicht so früh erwartet. Wenn es Ihnen ungelegen ist, kann ich auch ein anderes Mal wiederkommen. Schon in Ordnung. Fällt Ihnen etwas an mir auf? Was meinen Sie, Sir? So um die Augen rum vielleicht? Sir, mit Verlaub. Sie sind vielleicht eine Nuance dunkler als gewöhnlich. Eine vorübergehende Unpässlichkeit, nehme ich an. Das wäre schön. Weswegen waren Sie noch gleich hier? Sie meinten, ich solle im Laufe des Tages vorbeischauen, wegen einer eventuellen Anstellung als Butler. Ach ja, ja. Entschuldigen Sie, Edward, wie Sie sehen, ich habe gerade nicht die Zeit und... Vielleicht kann ich Ihnen aushelfen. Ja, da gäbe es tatsächlich etwas. Es wäre schön, wenn Sie diesen Brief Inspektor Spooner zukommen lassen würden. Sagen Sie ihm, ich fand ihn beim Aufräumen des Gewächshauses. Selbstverständlich, Sir. Ja, sehr schön. So kann man es natürlich auch machen. Sie werden es doch nicht weitererzählen. Das mit meinen Augen, meine ich. Auf keinen Fall, Sir. Diskretion ist die oberste Tugend eines Butlers. Ich glaube, er ist ein wirklich... guter Mann. Unter anderen Umständen der perfekte neue Pelz. Genau auf das wollte ich gerade hinaus. Du nimmst mir quasi die Worte schon aus dem Munde. So, hier hoch. Hier rein und dann hoch. Das war dieses Zimmer hier, oder das? Nee, das hier. Müsste es gewesen sein? Ja, wunderbar. Also, einmal das Buch nehmen. Auch wenn die Seiten leer sind. Vielleicht kann ich das Buch noch für den Exorzismus gebrauchen, wer weiß. Immerhin gehörte es einmal Mordred. Eben. Wir brauchen jetzt irgendwie was, was Bindendes. Ich meine, wir wissen, dass er den Sohn umgebracht hat, irgendwie. Genaueres wissen wir jetzt noch nicht, aber mal schauen. Was ist das für ein Zettel? Hey, das kenne ich doch irgendwoher. Ja? Ach, schon wieder? Des Hüters oberste Tugend ist der Glaube. Sowohl in Gott, seinen Herrn,
als auch in sich selbst. Okay. Diese Zettel. Wer schreibt die mir? Schreibe ich mir die etwa selbst? Oder Mordred? Ich bezweifle, dass Mordred dir solche Zettel hinterlässt, aber trotzdem eine interessante Frage, wo die herkommen. Dass er sogar Zugang zu unserem Schloss hat. Ein altes, wackeliges Bett. Okay, unwichtig. Direkt vor dem Fett, wie auch immer, ich hole es. Was? Oh, scheiße, ich dachte, es war auch unwichtig, sorry. Was denn? Ein Seil? Oder eher Schnur? Ja, doch ein Seil. Was brauchen wir jetzt, ein Seil? Fotos von meinem Vater und meiner Mutter. Die können. Und was haben wir da noch? Eine Zange? Brauche ich gerade nicht. Okay, aber den Kopf abspeichern. Hier ist eine Zange drin. Können wir sonst nichts machen? Foto. Und was haben wir da noch? Okay. Jetzt sehe ich verdammt nochmal so aus, wie ich mich fühle. Sonst geht hier gar nichts. Wir schauen nochmal in unser schlaues Büchlein rein. Blättern ein paar Mal um. Jawohl. Mein Exorzismus. Okay, das Einzige, was uns noch fehlt, sind ein paar Dinge von Mordred. Irgendetwas, das ihm gehört, also das Buch. Und etwas, das ihn anlockt, ihn wütend macht. Die Information allein, dass er seinen Sohn umgebracht hat, macht ihn nicht wirklich wütend. Lesen wir mal ein Buch der Hüter. Vielleicht hat Victoria dieses Buch gemeint, als sie starb. Kann natürlich auch sein. Sie meinte, im Buch stehe alles. Verdammt, Valentina. So konnte ich das ja nie finden. Ich habe nicht die Zeit, das alles zu lesen. Aber auf den ersten Blick scheinen es nur Geschichten über die weiße Frau zu sein. Hier steht sogar, wie sie gestorben ist. Im letzten Zweikampf mit meinem Bruder warf sie sich dazwischen, um das Blutvergießen zu beenden. Doch er war nicht mehr der Bruder, den ich einst kannte. Zu sehr hat ihn das Böse korrumpiert. Wie groß muss diese Macht sein, um ihn all die Schlachten vergessen zu lassen, die wir Seite an Seite kämpften? Wie unendlich übermächtig muss das Böse sein, um ihn vergessen zu lassen, wie sehr er seine eigene Frau Maria geliebt hat. Seine Klinge durchbohrte ihr Herz und zerbrach. Gerade so, als wäre sie aus Glas. Das war auch meines Bruders Ende. Doch noch mit seinem letzten Atemzug verfluchte er mich und meinen Nachkommen. Ich habe meinen Bruder getötet. Niemals werde ich mir das verzeihen können. Unsere Kapelle wird seinem Körper die letzte Ruhestätte sein. Möge Gott sich seiner Seele annehmen. Das muss eine Abschrift aus Marques Aufzeichnungen sein. Okay. Das Buch aus dem Ritualraum. Aber das ist auch egal. Gut. Kennt ihr das? Ihr schreibt was ins Buch rein. Eine Frage und bekommt die Antwort. Können wir das tun? Nein. Okay, können wir das hier tun? Nein, auch nicht. Hätte ja sein können. Wäre eine lustige Theorie gewesen. Wir sind im neuen Kapitel. Das heißt, wir können hier auch mal wieder die Dame anrufen. Auch wenn es geschichtlich gar nichts dazu bringt. Oder dazu beiträgt. Aber ich finde es immer wieder sehr interessant. Oh, wir können die Karte nehmen. Wir können nur dahin gehen. Ah, wir können es nicht nutzen. Okay, warum? Wir versuchen mal manuell dahin zu laufen. Das können wir ja auch tun. Irgendeinen Grund muss es ja geben. Die Straße ist blockiert. Warum? Zum Tor. Ich sag nur Stichwort Wölfe. Das gefällt mir nämlich gar nicht. Straße zum Wald. Ja. Oh, warte mal. Ganz kurz gucken. Briefkasten. Ein leerer Briefkasten. Hier war der Geist. Ich habe gehofft, dass er vielleicht nochmal kommt. Straße nach Willow Creek. Es würde mich vermutlich ein wütender Mob mit Mist. Und wenn ich hier den Hüter spielen will, sollte ich so lang. Ich kann nicht mit schwarzen Augen im Dorf auftauchen. Ach so, natürlich, klar, wegen den schwarzen Augen. Okay. Shit, wir haben jetzt nur das Buch. Hier haben wir uns vielleicht mal die Wölfe gefangen. Oder gejagt, oder eher. Ich versuche einfach mal hier nochmal ein Gespräch zu führen. Vielleicht kriegen wir hier nochmal. Vielleicht reicht es auch, was wir haben. Mal gucken. Hallo. Ah, Adrian, da bist du ja. So.
Vater Frederick? Mein Sohn? Mordreds Frau, wir können es zumindest ansprechen, das ist schon mal sehr gut. Hier haben wir das Buch. Ich habe ein Buch gefunden, das Mordred gehörte. Allerdings sind die Seiten alle leer. Woher weißt du denn, dass es ihm gehörte? Ich habe es aus seinem Grab. Damit können wir seine Aufmerksamkeit von dir ablenken. Gib es am besten mir. Hast du noch mehr herausgefunden? Mordreds Frau hieß Maria. Ah, das ist gut zu wissen. Das sind weltliche, familiäre Dinge. Damit können wir Mordred sicher ansprechen. Vor allem, wenn er sie geliebt hat. Naja, er hat sie ermordet. Mit einem Schwert. Oh, das ist hervorragend. Für unseren Zweck, meine ich. Damit hätten wir genügend Informationen. Okay, na denn. Okay. Und wie soll das jetzt ablaufen? Leg dich einfach hier hin und vertraue in Jesus, unseren Herrn. Miss Antolini, nehmen Sie auf? Dies ist der Exorzismus von Adrian Gordon. Anwesend sind Vater Frederick, amtierender Pfarrer der Kirche von Wormhill, als ausführender Exorzist und als Zeugin und Ärztin Priorin Valentina Antolini. Es hat begonnen. Lasset uns beten. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Glorreicher Fürst der himmlischen Heerscharen, heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampf gegen die Fürsten und Mächte, gegen die Häupter dieser Welt der Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in den Lüften. Komm den Menschen zu Hilfe, die Gott nach seinem Bild und Gleichnis erschaffen und um hohen Preis aus der Tyrannei des Teufels erkauft hat. Wir kennen deinen Namen, Dämon, der du dich Mordred nennst. Lasse ab von Adrian. Ich befehle es dir. Im Namen unseres Herrn. Beuge dich, unreiner Geist. Mordred, der du dich schuldig gemacht hast zu Lebzeiten und darum schuldig bist über den Tod hinaus. Geh in die Hölle, in die du gehörst. Gehe ins Fegefeuer, in dem du brennen sollst. Sünder, für alle deine Taten. Siehe das Kreuz des Herrn. Mordred, der du die Waffe erhoben hast gegen deinen Bruder Markus, der du deine Frau mit der Klinge deines Schwerts ermordet hast. Maria, deren Seele seitdem keine Ruhe findet. Siehe das Kreuz des Herrn. Schuldig bist du, Mordred, und schuldig wirst du immer sein. Beuge dich der Strafe Gottes. Lasse ab von Adrian und gehe dahin, wo du die Strafe Gottes empfangen kannst. Vater Frederick! Ich habe ihn gesehen. Er hat zu mir gesprochen. Es ist der falsche Ort. Er kann hier nirgends hin. Nicht aus seiner Welt. Oh, Vater. Adrian! Adrian, wach auf! Huch. Kapitel 6, das ging ratzfatz, okay. Tja, das ging wohl schief und ich glaube, ich weiß, wohin wir müssen. Wahrscheinlich müssen wir im Portalraum sein, um diesen Exorzismus durchzuführen. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen, weil es halt dann doch irgendwie... Ich glaube, der Portalraum ist vielleicht dann doch auch eine... Danke nochmal, dass Sie mir geholfen haben, Adrian ins Schloss zu bringen. Aber natürlich, Miss. Kann ich sonst noch etwas tun? Im Augenblick nicht. Dann werde ich morgen wieder vorbeischauen.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Spielen wir sie jetzt? Solange Adrian schläft, sollte ich den Erzbischof über die aktuellen Geschehnisse in Kenntnis setzen. Oh, tatsächlich. Wir wechseln den zum allerersten Mal hier in Black Mirror den Charakter. Eine sehr, sehr coole Idee. Der Boden in der Bibliothek liegt. Vielleicht verbirgt sich darunter der geheime Zugang. Oder auch nur eine altmodische. Okay, was haben wir denn dabei? Die Gordon-Akte, die Bibel, natürlich Streichhölzer, ein Diktiergerät und ein Dolch. Der ist für den Notfall. Falls, naja, Mordred mich angreift. Interessant. Ich habe das Diktiergerät während des Exorzismus laufen lassen. Oh. Ich habe kein Wort verstanden, obwohl ich einige Sprachen verstehe, aber... Das war Mordred mit seiner typischen Sprache, die er da von sich gibt. Aber gut, dann rufen wir doch mal im Vatikan an, ne? Eure Exzellenz, hier spricht Priorin Antolini. Es hat Komplikationen gegeben. Der Exorzismus ist fehlgeschlagen. Wir... Nein, ich glaube nicht, dass es daran lag. Ja. Ja, aber das macht nur Sinn, wenn der Dämon unbekannt ist. Richtig, Eure Exzellenz. Wir haben seine Macht unterschätzt. Vater Frederick ist tot. Er wurde durch den Raum geschleudert. Ich... In Ordnung. Nein, dem Hüter geht es den Umständen entsprechend gut. Ja, Eure Exzellenz. Ich verstehe. Ich denke auch, dass der Ort entscheidend ist. Der Hüter hatte eine Darstellung Pikten-ähnlicher Glyphen bei sich. Dieselben, wie sie auch auf dem Schattenportal eingraviert sind. Genau dahin muss der Dämon zurückgetrieben werden. Ja, in den Black Mirror hinein. Es wird kein Problem sein, bis dorthin zu kommen. Den Dämon selbst drängt es zum Spiegel. Er wird von ihm angezogen wie ein Magnet. Er wird uns bis dahin keine Schwierigkeiten bereiten. Im Gegenteil. Hüter und Dämon werden schwer auseinanderzuhalten sein. Ja, das ist die andere Seite der Medaille. Aber Eure Exzellenz, dieser Mann ist wahrscheinlich der Einzige, der diese Aufgabe erfüllen kann. Ja. Gibt es denn eine Alternative zum Exorzismus? Selbstverständlich werde ich das... Also gut. Zuerst muss ich den Zugang in die Katakomben unter dem Schloss finden. In den Aufzeichnungen wird eine Kapelle erwähnt, die dort unten zu finden ist. Dort vermute ich den Black Mirror. Ja. Ja, danke, Eure Exzellenz. Danke. Gut, solange Adrian schläft, kann ich schon mal nach dem Eingang suchen. Geheimgänge in alten Gemäuern haben meistens die Eigenschaft, nicht ganz luftdicht versiegelt zu sein. Das könnte mir helfen. Okay. Als erstes denke ich dann natürlich dann doch an die Bibliothek. Der Stamm, viele der Frauen waren Hüter, aber auch Marcus, Albert und Durkheim. Okay. Geht das sonst noch mehr? Der Stamm, viele, aber auch Marcus. Natürlich wie immer auch nicht, den Teppich. Der Boden, ja, vielleicht verbirgt. Hauptsächlich Lexika. Ich überspringe den größten Teil jetzt. Eine mächtige Säule. Eine mächtige... Hm. Hier gibt es nur britische... Interessanterweise geht nichts davon weg. Also überall könnte ein Geheimgang sein, theoretisch. Wie soll man denn... Natürlich... überall die Streichhölzer verwenden, ha? Wegen zum Thema Luftzug. Das dauert aber ganz schön lange. Die Flamme brennt gleich mit. Okay, zum Glück haben wir unendlich viel Streichhölzer. Schauen wir doch einfach mal. Mich würde es nicht wundern, wenn wir hier in der Bibliothek den Geheimgang haben. Oder hätten. Na also, die Flamme flackert an dieser Stelle. Hier gibt es einen Luftzug und der Raum hier hat keine Fenster. Also das Ding hier, okay. Ich vermute, hinter der Säule oder in der Säule befindet sich ein Hohlraum. Nur, wie komme ich da rein? Warum bin ich nicht früher darauf gekommen?
Diese Tafel hier lässt sich abnehmen. Aha. Dahinter befindet sich eine Metallwand. Und hier gibt es noch ein seltsam geformtes Loch. Ein Schlüsselloch, tippe ich mal. Oh. Okay. Haben wir hier noch was anderes? Das Loch hat die Form eines Zahnrads. Ein normaler Schlüssel passt. Ein Schlüssel, der aussieht wie ein Zahnrad? Das muss ich gerade mal überlegen. Habe ich sowas irgendwo mal gesehen? Ah. Hier? Unter dem Grundstein war früher der Eingang. Boah, ich kann mich jetzt gerade beim besten Willen nicht dran erinnern. Ja, wir müssen mal die einzelnen Räume durchsuchen, beziehungsweise, ja. Hier sind nur Victorias und Schwarzschimmel. Laut Greg kommt der vom Löschwasser, das einen hervorragenden Nährboden für Schimmelpilze bietet, wenn es ist. Schwarzschimmel. So typisch zu stecken in der Tapete, ne? Wir hätten's. Wir haben einen Dolch, komm. Das ist ja wohl eine Anspielung drauf, dass wir irgendwo was kaputt machen müssen. Eine ja. Ein schlichter Marm. Da ist es echt nicht. Können wir es anzünden? Nein? Okay. Wir gehen mal hoch in Roberts Zimmer. Da, oder in Roberts ehemaliges Zimmer. Da haben wir viele Bilder. Vielleicht haben wir da auch irgendwo was übersehen. Gemälde verraten viel über die Zeit, in der sie gemalt wurden. Diese hier. Okay, das war wohl ein Satz mit X. Als ich hierher gekommen bin, war die... Nee. Wo gibt's was, was wir aufschlitzen könnten? Natürlich hier das Bild mit der weißen Frau. Hätten wir ja hier. Lady Victoria war immer sehr aufmerksam, wenn ich im Raum war. Ich hatte kaum Gelegenheit, mich hier umzusehen. Das ist schon verdächtig. Sie wird es jetzt verstehen. Das Bild einer wunderschönen... Okay, Ankleideraum. Victorias Ankleideraum. Der einzige Bereich in diesem Zimmer, in dem ich mich umsehen konnte. Allerdings vergeblich. Es gibt dort wirklich nur Klamotten. Okay. Das sind alles Dinge, die Victoria sehr am Herzen lagen. Hier ist nur Schmuck drin. Zwei Halsketten. Huch, das Schmuckkästchen wiegt mindestens 5 Kilo. Und was ist das? Auf der Unterseite ist noch sowas wie eine Klappe, aber wie bekomme ich die auf? Ich kann kein Schlüsselloch oder irgendwas in der Art entdecken. Ich werde es Adrian zeigen, sobald er wieder wach ist. Vielleicht kennt er sich damit aus. Okay. Können wir einfach mit brachialer Gewalt irgendwas tun? Die Schatulle ist zu massiv. Okay. Obwohl es Victoria... Wieso habe ich das Gefühl, dass wir jetzt schon den Schlüssel dabei haben? Wir können ja mal gucken, ob... Er war es. Adrian, wie geht es dir? Oh, wie verkatert. Oh, was ist denn passiert? Du bist während des Exorzismus plötzlich bewusstlos geworden. Hat es denn funktioniert? Ist Mordred weg? Was ist mit meinen Augen? Sind sie immer noch schwarz? Ja. Deine Augen sind wieder normal. Okay. Zumindest im Moment. Ich befürchte aber, dass das nicht lange so bleiben wird. Ich habe es geahnt. Wieso bin ich im Schloss? Ich dachte, ich wäre hier nicht sicher. Das stimmt, aber ich hatte keine andere Möglichkeit. Edward hat mir geholfen, dich herzubringen. Edward? Und wo ist Vater Frederick? Er ist noch in der Kirche. Wir gehen später wieder zu ihm. Okay, wir verheimlichen ihm das, alles klar. Es gab ein paar... Dann hat es nicht funktioniert. Leider nicht. Mordred scheint sich allein mit Gebeten nicht austreiben zu lassen. Seltsam. Dabei klappt das im Film doch immer. Vielleicht war es das falsche Drehbuch. Die Bibel, ja. Okay, sehr pessimistisch, verständlich. Vater Frederick ist ausgestiegen. Mordreds Macht war zu viel für ihn. Wir müssen uns beeilen, wenn wir dich noch retten wollen. Worauf warten wir dann noch? Ich fühle mich fast gut. Auf jeden Fall bereit für den Endspurt. Ausgestiegen, er ist tot, Mann. Also.
Ich habe noch eine andere Idee, wie wir Mordred loswerden können. Dazu müssen wir aber zum Black Mirror, dorthin, wo der Fluch begann. Wo alles begann. Genau das hat Victoria zu mir gesagt. Kurz bevor sie starb. Ich soll dorthin, wo alles begann. Nur habe ich keine Ahnung, wo das ist und wie ich dorthin komme. Ich habe etwas Interessantes in der Bibliothek entdeckt. Ich denke, es ist eine Art Geheimtür zu den Katakomben. Eine Geheimtür in der Bibliothek? Soll ich raten? Sie ist fest verschlossen und du hast keine Ahnung, wie man sie öffnet. Ich habe gehofft, du könntest mir helfen. Wieso nicht? Ich habe ja sonst nichts vor. Ach, das wird immer besser. Jetzt können wir auch noch hin und her wechseln. Ja, meine Güte. Das ist ja geil. Warum kommt denn mit so einem Feature erst so gegen Ende? Weil ich bin mir eigentlich der Meinung, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Kapitel 6 hier das letzte Kapitel sein wird. Und ich würde auch sagen, wie es weitergeht mit den beiden hier, mit Black Mirror, das sehen wir einfach beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.